Ja, vielen Dank, Herr Grau, für diese kurze und nette Einführung. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu dieser Abendveranstaltung, die, glaube ich, zeigt, wie gelungen diese Serie des Bayerischen Hauptstaatsarchives ist. Denn etwas Vergleichbares haben wir an der Uni eigentlich nicht geschafft. Nun, Herrn Jelitschka, danke ich für die kurze Einführung der beiden sehr aussagekräftigen Dokumente, die ich natürlich auch studiert habe, nicht erst heute, sondern vor langer Zeit, als ich mich schon einmal mit diesem Thema beschäftigt habe. Und die geben dir einen ganz guten Eindruck schon von dem über das, was ich heute Abend sprechen werde. Und lassen Sie mich eigentlich ohne große Umwege seinen Faden aufgreifen. Fast genau 100 Jahre ist es her, aber es interessiert uns immer noch, was sich da in München und Bayern im Oktober und November 1923, also auf dem Höhepunkt der Hyperinflation, zugetragen hat. Dabei denkt man ja zunächst an den gescheiterten Hitler-Ludendorff-Putsch in der Nacht vom 8. und 9. November. Aber auch die Ernennung Gustav von Kahrs zum Generalstaatskommissar Ende September 1923 und dann die Ausweisung von sogenannten Ostjuden waren Ereignisse, die nicht nur in Deutschland, sondern auch international registriert wurden. Die Ereignisse selbst wurden in einem Bericht an das Auswärtige Amt in Berlin zeitnah recht genau festgehalten. Demnach erschien am 17. Oktober früh morgens bei einer großen Anzahl ostjüdischer Familien gleichzeitig 4 Kriminalbeamte zu Haussuchungen. Sie ließen sich Wäsche, Kleider, Schmuck, Lebensmittel und so weiter zeigen. Nach diesen Haussuchungen kam es in circa 70 Fällen, Fälle heißt hier in diesem Fall Familien, zu den ersten Ausweisungen. Die Ausweisungsbescheide wurden dann ab dem 18. Oktober zugestellt, und zwar mit einer Frist von 14 Tagen. Gebühren für die Ausweisungen blieben, wie es bürokratisch hieß, außer Ansatz, aber die Kosten des Verfahrens fielen dem Ausgewiesenen zur Last. Und nicht nur das, gemietete Wohnungen waren zu beschlagnahmen, der laufende Geschäftsbetrieb musste aufgelöst oder einem Verwalter übertragen werden und dem zuständigen Finanzamt waren Sicherheitsleistungen zu leisten. Das waren alles ziemlich drastische Maßnahmen, denn eine Geschäftsauflösung in Zeit der Hyperinflation, extremer Wohnungsnot, bedeutete für die meisten, wie es dann tatsächlich der Fall war, den sicheren wirtschaftlichen Ruin. In den anderen bayerischen Regierungsbezirken ordneten die Regierungspräsidenten ähnliche Maßnahmen an, in Nürnberg erst ab dem 1. November, nachdem in dieser Stadt die Polizeigewalt aus dem Kompetenzbereich der sozialdemokratisch geführten Stadt in die Hände eines von K. ernannten Staatskommissars gelegt worden war. Zur Last gelegt wurde den Auszuweisenden zum einen größere und kleinere Gesetzesverstöße und Ordnungswidrigkeiten, insbesondere, Sie haben das schon gehört, gegen Wirtschaftsgesetze wie die Preistreibereiverordnungen und Devisenbestimmungen, zum anderen in vielen Fällen ein anstößiges Wirtschaftsgebaren und dass die betreffenden Personen es verstanden hätten, sich während der Zeit tiefster Not des deutschen Volkes zu bereichern. Ergo, so das Zitat, seien sie gefährliche Schädlinge am deutschen Volk. Dem alarmierten Vertreter der Reichsregierung in München wurde mitgeteilt, es gebe keine festen Richtlinien für die Ausweisung. Sie erfolgten, ich zitiere,
allein durch den Generalstaatskommissar nach seinem freien Ermessen. Ein Verweis auf die diktatorischen Vollmachten, die der Generalstaatskommissar am 26. September erhalten hatte. Verstöße gegen das Gesetz oder die guten Sitten waren eine Sache. Der preußische Ministerpräsident erfuhr, dass unter den Ausgewiesenen auch Personen wären, die während der Räteherrschaft die Kommunisten mit Geld unterstützt hätten. Also ökonomische Bereicherung, Verfehlung gegen gesetzliche Vorschriften, Empörung des öffentlichen Sittlichkeitsempfindens und Kommunismusverdacht. Subsumiert wurde das alles unter dem zentralen Begriff Gefährdung der öffentlichen Sicherheit, nicht Ordnung der öffentlichen Sicherheit. Diese Begründung findet sich in allen zeitgenössischen Ausnahmezustandserklärungen, in der Regel mit dem Verweis auf den Schutz von Volk und Staat, also Ausnahmezustandserklärungen auch auf Reichsebene. Ging es um Sicherheit, um Prävention? So argumentierte jedenfalls nicht nur von K., sondern auch die bayerischen Regierungsvertreter. Und ich muss betonen, sie alle hätten sicherlich etwas gegen den Titel meines Vortrags gehabt und hätten sich dagegen verwahrt. Man halte sich an Gesetze, an internationale Übereinkünfte im Fremdenrecht und ziele keineswegs auf eine spezielle Personengruppe. Herr Jelitschke hat es ja auch schon angedeutet. Und dennoch, im Raum stand von Anfang an der dringende Verdacht, dass solche Sicherheitsargumente gewissermaßen nur legalistisch rechtfertigend vorgeschoben waren. In dem von Herrn Jelitschka vorgestellten Schreiben der Münchner Israelischen Kultusgemeinde heißt es, die Anweisungen habe, ich zitiere, geradezu den Charakter einer allgemeinen Maßregelung, Zitat Ende. Ja, der Eindruck war, dass gegen die Betroffenen, ich zitiere wieder, gerade deshalb vorgegangen wird, weil sie jüdischen Glaubens sind. Nun, genau so sahen es tatsächlich Land auf, Land ab, von Pommern im Norden bis Miesbach mit seinem dort publizierten, notorisch bekannten antisemitischen Hetzblatt Miesbacher Anzeiger, nicht zuletzt die Antisemiten und ihre Organisation. Sie feierten die Ostjudenausweisung als großen und notwendigen Schritt in die richtige Richtung, in einen Schritt, den sie nun schon lange gefordert hatten. Von K. galt als der Mann der Tat, von dem, wie es schien, noch mehr zu erwarten war. Und K. wurde ja nun auch noch mal für ganz andere Posten auf Reichsebene im Kontext von Diktaturplänen gehandelt, obwohl das Ganze alles sehr vage blieb. Nun, bevor München nach dem Hitlerputsch oder Hitler-Ludendorff-Putsch zur Hauptstadt der Bewegung wurde, war München, wie mein Kollege Michael Brenner treffend bemerkt hat, die Hauptstadt des Antisemitismus, eines Antisemitismus, der sich auch in Regierung und Verwaltung festgesetzt hatte. Vieles deutete schon damals darauf hin, dass man Augenzeuge einer staatlich initiierten und politisch motivierten Judenaustreibung war, die an längst vergangen geglaubte Zeiten erinnerte. Das war dann auch der entscheidende Grund dafür, warum die Karsche Aktion so große Wellen schlug. Und ich werde darauf noch eingehen, obwohl auch preußische Polizeibehörden regelmäßig und numerisch in weit größerer Zahl, aber das lag nun auch an der Präsenz von sehr viel mehr Ostjuden in Preußen, unliebsame Ausländer und Staatenlose, darunter auch viele
Ostjuden zur gleichen Zeit auswies. Sie sehen, es gab zwei unterschiedliche Erklärungen für die Ausweisung von Ostjuden. Die eine rückte legalistische und sicherheitspolitische, die andere primär religiös und rassistische Motive in den Vordergrund. Das wird in der Forschung debattiert, nicht nur, gar nicht eigentlich zu diesem Fall, aber generell auch zur Forschung zum NS, vor allem mit Blick auf die Frage, was diese Vermischung von verschiedenen Dimensionen, von Sicherheit und religiös-rassistischen Motiven, Möglichkeiten des Handels eröffnen kann. Und das betrifft nicht nur Bayern oder Deutschland, das sind ja Themen auch der Gegenwart, der Vergangenheit, wie der Gegenwart. Denken Sie etwa an das Schicksal der christlichen Armenier im Osmanischen Reich während des Ersten Weltkrieges oder an die Ethnie der muslimischen Rohingya in Myanmar, in denen sich sicherheits- und ethnisch-rassische Ausschließungsdiskurse überlagerten, in allen Fällen im Kontext des Ausnahmezuständen. Nun, darüber werde ich nicht sprechen. Ich konzentriere mich hier auf Bayern und die Inflationszeit. Ich werde Ihnen zunächst nun einige Überlegungen zum Ausnahmezustand und Sicherheitsvorstellungen präsentieren, um dann in einem zweiten Schnitt genauer zu fragen, wer nun genau diese Ostjuden waren. Und drittens, welche Vorwürfe gegen sie erhoben wurden, konkret, was sich hinter diesem merkwürdigen Thema Preistreiberei und Wuchervorwurf verbirgt, den man natürlich vor dem Hintergrund der Inflation sehen muss. Nun ganz kurz zu meinem Gebrauch des Begriffs Ostjude. Das ist ein Begriff aus den Quellen, der so in der Literatur auch übernommen wurde und wird, ohne Anführungszeichen. Es ist ein unglücklicher, ungenauer Begriff, das werde ich Ihnen auch noch ausführen, aber er hat sich so eingebürgt und selbst wenn er etwas anstößig sich anhört, werde ich ihn hier auch so gebrauchen. Zunächst einige Überlegungen, die den Ausnahmezustand betreffen. Das ist ja ein schillernder Begriff, wie Sie wissen, und ist ja auch, hat ja auch wieder eine Konjunktur in den letzten 20 Jahren erlebt. Beschrieben wurde und wird er zur Beschreibung von Not- und Ausnahmesituationen jeglicher Art. Die Pandemie gehört dazu. Dazu gehört aber auch die Inflation und die durch sie verursachten sozialen und politischen Notlagen. Krise wäre ein anderes Wort dafür. Gesellschaft und Staat befanden sich mit der Hyperinflation und im Übergang zur bitteren Währungsstabilisierung in einer krisenhaften Notsituation, die, das war nicht erst 1923 zu hören, außerordentliche Maßnahmen erforderten, sei es durch Individuen selbst, sei es Individuen, die zu eigenständigen Handeln ermächtigt waren oder eben auch den Staat. Not kennt kein Gebot, ist eine dieser Begriffe, der in diesem Fall auftaucht, der ja nun im höchsten Grade problematisch ist. Nach dem Ersten Weltkrieg erlebte der Begriff Ausnahmezustand, ohne in der Verfassung selbst aufzutauchen, eine Konjunktur im Recht. Er diente zur Umschreibung der Tatsache, dass mit Ausnahmezustandsbestimmung Artikel 48 der Weimarer Verfassung oder analogen landesrechtlichen Bestimmungen bestimmte Verfassungs-, darunter Grundrechtsartikel außer Kraft gesetzt und zivile Personen oder das Militär mit weitreichenden Vollmachten ausgestattet wurden. Die bayerischen Regierungen der Nachkriegszeit nahmen dieses Ausnahmerecht seit der Revolution sehr extensiv wahr, auch in Form eines grauen Bereichs von übergesetzlichem Notstandshandeln. Und dazu
gehörten ausgeprägte Freund-Feind-Zuschreibungen im Umgang mit äußeren und inneren Feinden. Nun, ein Bild, eine Karikatur im Simplicissimus zum Ausnahmezustand überschriebene Karikatur aus dem Sommer 1922. Sie sehen, zum Ausnahmezustand gehören Emotionen wie Fußball und Liebe, die hier auftauchen. Der Ausnahmezustand in den besetzten Gebieten ganz oben mit der für den Simplicissimus typischen rassistischen Konnotation Frankreichs, bolschewistischen, bombenlegenden Kommunisten, Hitler hier nun noch als royalistischer Hampelmann dargestellt, dann unser Generalstaatskommissar, halt hier ist der Generalstaatskommissar als Träger des geschrumpften Bismarckschen Reichsadlers, neben Pfarrern, seltsamen völkischen Wundergestalten, siehe so in der, hier unten, Wundergestalten, und ganz unten Vertreter der Unterwelt, Gauner und Dollar, Pfund und anderen Devisen, also Devisenschiebern, so der damalige Begriff. Ganz links der Schreiberling am Pult mit dem großen Fragezeichen, der wohl die allgemeine Ratlosigkeit der Bürokraten zum Ausdruck bringen soll. Aber wenn Sie wollen, können Sie darin aber auch den Staatsrechtler Karl Schmidt identifizieren, der ebenfalls 1922 in seinem Büchlein Politische Theologie den Begriff Ausnahmezustand politisch-philosophischen Reflexionen zur Diskussion stellte. Darunter natürlich der Ihnen sicherlich bekannte, berühmte, einleitende Satz: Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet. Tatsächlich beschreibt dieser Satz sehr gut die Position der bayerischen Regierung, allemal die des staatsfixierten Gustav Ritter von Kahr, den Sie hier sehen, der Bayern in einem andauernden Staatsnotstand sah, der außerordentliche Maßnahmen erforderlich machte. Neu in der Nachkriegszeit, seit dem Krieg, war die starke Ausweitung des Sicherheitsbegriffs. Auch das Reichsgericht konstatierte seit dem Krieg, dass der Begriff der öffentlichen Sicherheit sich nicht auf die militärische und politische Sicherheit beschränke, vielmehr umfasse er auch die Sicherung des Publikums vor Gefahren und Beunruhigungen. Das konnten nach dem Krieg Bücher, Plakate oder Theaterstücke oder Filme sein oder eben auch wirtschaftliche Schädlinge, die die Notlage des Volkes skrupellos ausnutzten, wie es hieß, und damit gegen sittliches und moralisches Empfinden verstießen. Juristisch bewegte man sich damit zwar auf dünnem Eis, aber populär war der Ruf nach drakonischen Maßnahmen allemal, insbesondere mit Blick auf das Wirtschaftsstrafrecht, auf das ich nachher noch kurz eingehen werde. Vor diesem Hintergrund sind die verschiedenen Erlasse auch des Generalstaatskommissars zu sehen. Und diese von Herrn Jeditschka zitierte Verordnung ist ja nun ein Teil nur eines ganzen Bündels von Maßnahmen, die da alle gesammelt sind in den Akten, Grundrechtseinschränkungen, Parteienverbote mit Einzug des Vermögens, Auflösung von Parteiorganisationen, Bestimmungen über präventive Schutzhaft, darunter solche auch, die die Ostjuden betrafen, die übrigens noch mal anders waren als die für andere bayerische Bürger. Es ist ja eine drastische Maßnahme, Schutzhaftnahme. Dann eben auch diese Maßnahmen zur Bekämpfung der Preistreiberei, des Wuchers und der Schlemmerei. Das war so ein Thema, das sehr stark im Reich auch mit von Kahr verbunden wurde. Also Schlemmerei
das übermäßigen Genießen von Lebensmittel, Exzesse, die man in der Tat auch in der Inflation sehen kann. In der Schublade blieb eine Verordnung, die die Todesstrafe in Wirtschaftsfällen, in besonders schweren Fällen vorsah, eine damals sehr populäre Forderung. Im Visier Kahrs war immer die politische Linke, aber er ließ auch zum Beispiel eine Anordnung zur Bekämpfung der Zigeuner, so der Titel Anfang 1924. Was ich sagen will, die Ostjuden gerieten in diesem weit gespannten Kontext und diesen weit gespannten Kontext von Sicherheit, das möchte ich betonen, in das Visier der Behörden und der Polizei und das nicht erst 1923. Nicht, dass Sie mir nur die Folie anschauen, mir nicht mehr zuhören. Ich komme zu meinem zweiten Punkt. Wer waren diese Ostjuden und warum und von wem wurden sie als Ostjudengefahr und als Ostjudenfrage, das sind Begriffe der Zeit, wahrgenommen und thematisiert? Ostjude, das bezieht sich auf die regionale Herkunft, nämlich aus dem Osten Europas, vielfach unter Verlust der Staatsangehörigkeit. Dann gingen damit orthodox-religiöse Zuschreibungen einher, die oft mit Unbildung, Armut und Schmutz und mangelnder Hygiene in Verbindung gebracht wurden. Wenn Sie die Literatur dazu anschauen, will das gar nicht aufhören, dieses Thema. Deswegen ist nun die mit Stereotypen beladene Bezeichnung Ostjude auch einigermaßen unbefriedigend, wie ich vorher schon angedeutet habe. Zunächst handelte es sich vor 1914 um Migranten im Zug der großen jüdischen Ost-West-Migration aus dem russischen und österreich-ungarischen Imperien in die USA, die sich auf diesem Weg in Deutschland als Staatenlose niederließen. Darunter waren viele Flüchtlinge vor antijüdischen Repressionen und Pogromen im Zarenreich. Kritisch beäugt wurden die nach 1914 auch in die bayerische Rüstungsindustrie angeworbenen ostjüdischen Arbeitskräfte aus den militärisch besetzten Gebieten im Osten und aus Österreich-Ungarn. Sie gerieten als potenzielle Revolutionäre und Bolschewisten in das Visier der polizeilichen Überwachung. Sehr übertrieben, wie diese Verdächtigungen nun auch waren. Aber die größte Empörungswelle provozierte die Flüchtlingsbewegung unmittelbar nach dem Krieg, oder fällt zusammen eigentlich mit dem Ende des Krieges, mit einem Höhepunkt zwischen 1918 und 1920, als Hunderttausende aus Russland kamen, Ostjuden, insbesondere vor Pogromen im Baltikum, Polen und besonders der Ukraine flohen, wo es zu massiven Pogromen mit Zehntausenden Opfern allein in der Ukraine gab. Das ist eine eigene große, interessante, traurige Geschichte. Nun, die Zeitgenossen sprachen von Ostjuden, subsumierten unter dem Problem, aber in der Regel auch viele andere Personen aus dem Osten, die für die meisten Deutschen dann vielfach kaum unterscheidbar waren. Frühere russische Kriegsgefangene, die zum Teil nicht nach Russland zurückkehren wollten, arme und reiche Flüchtlinge vor den Bolschewiki, Zivilisten, die mit den deutschen Truppen ins Reich zurückströmten, das ist eine sehr große Zahl, und dann Soldaten und Angehörige der im russischen Bürgerkrieg unterlegenen Weißen. Zusammen mit den Ostjuden waren das alles Ostländer, eine Bezeichnung, für die sich in Preußen der sozialdemokratische Innenminister Karl Severing stark machte, auch um, wie er sagte, die Religion aus der hitzigen Ausländerdebatte herauszunehmen.
Genaue Zahlen gibt es nicht wegen des lückenhaften polizeilichen Meldesystems. So gingen die offiziellen und die privaten Schätzungen sehr auseinander. Mit sehr hohen Zahlen, die von Personen bis zu 200.000 Personen in Berlin, davon vielleicht 35.000 Ostjuden sprachen. Im Vergleich dazu waren die bayerischen Zahlen kaum nennenswert, was auch damit zu tun hat, dass 1919 Grenzsperren sehr effizient und Ausweisungen übrigens dann auch schon vorgenommen wurden. Nun, wie gesagt, Ostjuden erschienen in den zeitgenössischen Freund-Feind-Zuschreibungen vieles gleichzeitig. Potenzielle Kommunisten und Bolschewisten oder deren Unterstützer, vor allem aber vermeintliche wirtschaftliche Schädlinge, die die akute Nahrungs- und Wohnungsnot verschärften und durch ihr Wirtschaftsgebaren öffentliche Empörung verursachten. Eingefleischte Antisemiten hoben die vermeintlich fundamentalen rassischen Unterschiede hervor und attackierten damit die Juden und nicht nur die Ostjuden als biologischen Fremdkörper. Die Mindestforderungen der Radikalen, die in diesem Fall Anhänger bis weit in die bürgerliche Mitte hatte, lautete Ausweisung aller nach 1914 eingewanderten Ostjuden. Und mit einem gigantischen Propagandaaufwand nahm sich der 1919 in Bamberg von Mitgliedern des Alldeutschen Verbandes gegründete Deutschvölkische Schutz- und Trutzbund den Thema Ausweisung an. Alles Punkte, die sich dann auch in der Programmatik auch der NSDAP, wo es ja viele Überlappungen gab, wiederfinden. Das ist gut dokumentiert. Es ist recht gut dokumentiert, wie gerade in der bayerischen Landeshauptstadt dieser neue Antisemitismus in der Polizei, Bürokratie und in den nationalen Verbänden Fuß fasste. Dazu zählt auch der kleine Apparat des Staatskommissars und das Zitat, das wir da hörten, das passt eigentlich ganz gut in die Stimmungslage. Da könnte man noch mehr dazu sagen. Aber die ganze Diskussion hatte von Anfang an auch eine nochmal andere dezidiert politische Dimension. Ein großer Teil der Migranten kam nämlich 1919 unkontrolliert ins Land. Die östlichen Reichsgrenzen im Osten, und das waren die Grenzen Preußens, waren nach dem Ersten Weltkrieg an vielen Stellen ungesichert. Ein großer Teil der Flüchtlinge überquerten ohne Visum und oft ohne Papiere die sogenannte grüne Grenze, also eine Geschichte, die uns ja vielleicht bekannt vorkommt. Dabei stand vor allem die preußische Regierung unter einem extremen Rechtfertigungsdruck. Der Vorwurf lautete nämlich, sie habe die Flüchtlingsbewegung der Ostjuden nicht nur nicht verhindert, sondern sogar noch begünstigt, ja, die Flüchtlinge damit ins Reich gelockt. Nun ja, hier eine Zeichnung, ein Cartoon, kann man das ja gar nicht bezeichnen, eigentlich aus dem deutschnationalen Kladradatsch. Hier Friedrich Wilhelm, der die Immigranten aus dem Osten, edle Bürger, empfängt. Hier Friedrich Ebert, der die Immigranten aus dem Osten empfängt. Tatsächlich begründete der preußische Innenminister Heine von der Demokratischen Partei und später der Sozialdemokrat Severing die Aufnahme der jüdischen Pogromflüchtlinge zum einen als humanitäre Aufgabe und zum anderen mit dem Recht auf Asyl. Außerdem würde man Flüchtlinge aus Polen, die sich der Wehrpflicht entzogen, wegen der absehbaren Militärstrafen nicht ausweisen. Polen befand sich ja im Krieg mit Sowjetrussland. Ich war überrascht, dass dieses humanitäre Argument
nach der Niederschlagung der Umsturzbewegung 1919 auch der Münchner militärische Stadtkommandant vorbrachte in Auseinandersetzung mit dem Münchner Polizeipräsidenten, nun einem rabiaten Mitglied des deutsch-völkischen Trutz- und völkischen Schutz- und Trutzbundes, der nun ganz andere Töne anschlug. Und vor diesem Hintergrund dieser Diskussion sind die ersten größeren Ausweisungen auch in München 1919 und 20 zu sehen, und zwar 1920, wenige Wochen nach der Amtsübernahme von Kahrs als Ministerpräsident. Da gibt es also eine klare Linie. Das politische Sicherheitsargument spielte 1920 eine große Rolle, wenngleich damals auch schon andere, nämlich religiös-rassistische Motive, mindestens genauso wichtig waren und übrigens auch angesprochen wurden, aber nicht skandalisiert wurde. Um was öffentlich zu machen, muss ja etwas skandalisiert werden. Münchner Polizeibeamte, das findet man auch in Berichten, sollen einzelne Ausweisungsbefehle schon 1920 mit Hakenkreuzen versehen haben. Nun, ein großer Teil der öffentlichen Ostjudendebatte drehte sich 1920 um die Versorgung mit dem ohnehin mit ohnehin knappen Lebensmitteln und vor allem dem knappen Wohnraum. Alles Themen, die 1923 nicht nur die radikalen Antisemiten vorbrachten. So versprach sich der bayerische Staatsminister für Soziales, Heinrich Oswald, von der Beschlagnahmung ostjüdischer Wohnungen eine Entspannung des Wohnungsmarktes zugunsten ärmerer Schichten der Bevölkerung. Im Fokus nicht nur der Polizeiberichte standen die Kleinkriminalität, der Handel mit Wertmetallen, Devisen, illegalen Schiebungen und Schleichhandelsvorschriften. Verhandelt wurden diese Fragen als Problem nicht nur der öffentlichen Sicherheit, sondern, wie schon angedeutet, auch der Moral. Als reales Problem, wenn man das mal so sagen will, betraf das Bayern und München etwa im Gegensatz zu Berlin eher am Rande. Das gilt auch für das Phänomen ausländischer Währungsspekulanten, also Personen, die ausgestattet mit Devisen in Deutschland während der Inflationszeit ihre Geschäfte im großen Stil machten und auch neue Konzerne zusammenkauften. Hugo Stinnes, nun kein Jude, ist nun ein berühmtes Beispiel dafür. Bezeichnet wurde diese Gruppe von Personen als Kriegs- und Inflationsgewinnler, ob sie nun jüdischer Herkunft waren oder auch nicht. Ich habe mich mit dieser Gruppe von Personen recht intensiv befasst und sage dazu gerne etwas mehr in der Diskussion. Wie gesagt, in Bayern gab es davon gar nicht so viele. Eine Reizfigur war vielleicht der aus Triest stammende Camillo Castiglione, ein schillernder Unternehmer, Spekulant, Financier, der nach dem Krieg unter anderem Mehrheitsaktionär von BMW wurde, aber seinen Wohnsitz nicht in München hatte. Solche Personen waren dem Generalstaatskommissar schon wegen ihrer jüdischen Herkunft zwar ein Dorn im Auge, ausrichten vermochte er gegen sie aber wenig. Andere mussten dafür herhalten, so der Betreiber einer Tabakfabrik. München war damals neben Dresden ein großer Standort der Zigarettenindustrie, der in seinem Ausweisungsbefehl Folgendes zu lesen bekam. Zitat: Sie sind im Jahr 1887 als armer Tabakarbeiter nach Bayern eingewandert. Sie besitzen nach hier getroffenen Feststellungen nunmehr eine gutgehende Fabrik und drei Häuser in München. Auch wurden bei einer Haussuchung bei Ihnen zwei goldene Uhren gefunden. Sie sind demgemäß ein Schädling des bayerischen Volkes
und sind auszuweisen. Sie haben ihren Betrieb, binnen einer Woche einem vom Generalstaatskommissar zu ernennenden Sequester, also Verwalter, zu übergeben, widrigenfalls er entschädigungslos, also der Betrieb zugunsten des bayerischen Volkes, eingezogen wird. Zitat Ende. Schnelle Bereicherung und Wirtschaftsschädigung wurde auch Isidor Fett vorgeworfen. Fett war eine prominente Persönlichkeit der Münchner Filmindustrie, Produzent mehrerer Dutzend erfolgreicher Filme des gängigen trivialen Genres und Besitzer eines florierenden Kinos am Max-Weber-Platz. Der deutsche Film war in der Inflationszeit ein blühender Industriezweig, in dem es ausgabefreudig, lustig und sicherlich nicht unbedingt den gängigen Sitten entsprechend gelegentlich zuging. Nun, die meisten Ausgewiesenen hatten, sofern man das auf der Grundlage lückenhaftiger Quellen sagen kann, ihr Auskommen im Handel und im Dienstleistungsgewerbe. Teppichhändler in der Sonnenstraße, deren Lieferanten in Dresden große Angst hatten, dass sie ihren Schuldner verlieren könnten. Aber auch dem verbreiteten Klischee entsprechend Altkleider- und Altmetallhändler im Westend oder Giesing. Auffallend viele lebten schon vor 1914 in München, was möglicherweise mit den früheren Ausweisungen 1920 zusammenhängt. Neben dem Vorwurf der Bereicherung ging es in der Regel um weit zurückliegende größere und kleinere Straftaten. Und eben Wucher. Und dazu will ich jetzt kurz sprechen. Diese heftigen Diskussionen und Emotionen, die Schleichhandel und Wucher in der ausgehungerten Nachkriegsgesellschaft verursachen, sind, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, vielleicht können Sie damit Dinge assoziieren, meine Studenten können das auf jeden Fall nicht, sind nicht immer leicht zu vermitteln. Der Wuchervorwurf war allgegenwärtig, sei es mit oder ohne jüdischem Gesicht. Wucher, das war eine Krake. Der Wucher, und gegen dieses Ungeheuer kämpft der Staat mit papierenen Gesetzen. Hier der Wucher verkörpert, naja, das kann man interpretieren, das ist das klassische kapitalistische Gesicht, das man in dieser Form sehr oft im Simplicissimus findet. Nun, im Grunde ging es bei dieser Frage um Preisfestsetzungen. Also, wer ist schuld für die Teuerung? Wer ist schuld dafür, dass die Preise steigen? Wir würden da ganz andere Erklärungen anbringen, als die, dass das auf einzelne Personen zurückzuführen sei, jedenfalls unmittelbar darauf zurückzuführen sei. Aber die Frage, die da im Raum stand, und das ist die Frage, die große Verteilungsfrage, die in dieser Inflation allgegenwärtig ist: Nutzten Industrie, Landwirte, der Groß- und Kleinhandel oder andere Gruppen, dazu gehörten übrigens oder konnten auch Arbeiter gezählt werden, die Inflation zu ihren Gunsten auf Kosten der Allgemeinheit aus? Sie kennen vielleicht noch die Debatte, die wir da vor ein paar Monaten über Übergewinne führten. Das wäre gewissermaßen so ein Abklatsch dieser Diskussion. Das muss man nur so mal sich noch mal so exponentiell in der Größenordnung vergrößert sich vorstellen. Wurden also, das war dann die Frage, Waren von Landwirten und Händlern zurückgehalten, um sie später zu verkaufen oder Ende 1923 gar nicht zu verkaufen, indem sie einfach ihre Geschäfte dicht machten, was ja
rein wirtschaftlich ziemlich logisch ist. Nun, diese Frage von Preissteigerungen, die Abwälzung der Kosten auf anderen, das konnte lustig dargestellt werden. Auch der Osterhase, heuer lege ich die Ostereier erst auf Pfingsten, da kriege ich mehr dafür, 1922. Oder eben auch diese Karikatur, auch im Simplizismus, der Allgäuer Milchproduktenbaron im Himmel: Mich schaut's, o Engel, ich bin schuld, dass ihr so früh die Ewigseligkeit erwischt habt's. Also das sind die gleichen Kinder, die man da vorher sah. Und sagen wir, in diesem ziemlich existenzialistischen anmutenden Diskurs wurden die Debatten geführt oder eben auch ausgeführt. Ein Fall, da ging es immer um die Allgäuer Produktenbörse in Kempten. Aber ein interessanter Fall ist dann 1921, als da ein Mehlhändler, jetzt muss ich aber vorsichtig, Mehl- oder Butterhändler, Wilhelm Rosenbaum in Memmingen fast einer Lynchjustiz anheim fiel und eigentlich von der Polizei in Sicherheitsverwahrung genommen werden mussten, in diesem Fall, um ihn zu schützen. Also das hat nun einen sehr konkreten Hintergrund und dieser Diskurs über Auswucherung von Personen nimmt enorme Formen an. Und wenn Sie die Akten des Generalstaatskommissars finden, ist er wirklich einer der vehementesten Vertreter, der hier radikale Maßnahmen fordert, wobei viele seiner Beamten ihn da zur Vorsicht mahnen. Denn die Anschuldigungen, das können Sie sich vorstellen, glichen einem gesellschaftlichen Schwarze-Peter-Spiel. Schuld waren immer die anderen und der Fokus lag dabei gar nicht unbedingt auf den Juden. Wenn Sie die Wucherberichte, also des Bayerischen Wucheramtes da anschauen, da tauchen eigentlich Juden, als ich sie jetzt noch mal las, überhaupt nicht auf. Aber dass die Juden gar nicht primär die Ostjuden Schuld an Teuerung trugen, war das Argument der Antisemiten, die dieses Thema mit großer Energie und durchaus reflexiv und, wie sich zeigte, erfolgreich ausschlachteten. Reflexiv in dem Sinne, dass sie sehr bewusst und gezielt die Juden für das Übel der Teuerung verantwortlich machten, sie gewissermaßen als Blitzableiter und als Schuldenböcke benutzten. Und dieses Bild des Blitzableiters findet sich tatsächlich so in einer Ausarbeitung des Alldeutschen Verbandes schon 1916. Aber dann auch bei den Deutschvölkischen Schutz- und Trutzbund. Die Semantik des deutschen Wortes Wucher hat ja nun, wenn Sie darüber nachdenken, eine lange, auch antisemitische Tradition. Denken Sie an die Debatten und über jüdischen Zinswucher schon im 19. Jahrhundert. Das war Wucher auf dem Lande. Da gab es Enqueten, da gab es seitens der Antisemiten schon erste Überlegungen, Reformen rückgängig zu machen. Damals ging es um Zinswucher, nun geht es um die Auswucherung von Konsumenten. Nun, mit Preistreibereiverordnungen und Preisprüfungsstellen und sogenannten Wuchergerichten, also Sondergerichten, bekam man das Problem allenfalls ansatzweise unter Kontrolle. Auch nicht in Bayern, wo diese Gesetze nachweisbar schärfer als anderswo praktiziert wurden. Dabei war fast allen klar, dass es sich um einen Kampf gegen Windmühlen handelte, der große Teile des Handels kriminalisierte, soziale Konflikte verschärfte und niemanden zufriedenstellte. Es handelte sich um ein Massenvergehen, auch wenn Juden hier einmal mehr als opportune Sündenböcke galten. Nun, Staaten und Behörden wurden regelmäßig Untätigkeit vorgeworfen, papierende Gesetze, das wollte ich Ihnen auch noch zeigen,
Kampf dem Wucher samt Bürokratismus. Wie könnte ich dem wohl den Pelz waschen, ohne ihn nass zu machen? Und hier sehen Sie natürlich schon, das ist wiederum im Kladderadatsch, nun eine sehr eindeutig, finde ich, antisemitische konnotierte Porträt dieses Wucherers. Aber nun dieser Vorwurf, dass der Sankt-Bürokratismus eben nicht handelt, war ein zweischneidiges Schwert, in dem da sich die Politiker und Bürokraten befanden. Denn was war die Alternative? Die Alternative waren Selbsthilfeorganisationen, Selbsthilfe auch militärischer Art, zum Beispiel der Kommunisten in Mitteldeutschland, also Thüringen, Sachsen und preußischen Provinzen, wo sie Preisprüfungskommissionen etablierten und versuchten, darüber parteiübergreifende Volksfrontsorganisationen der betroffenen Konsumenten aufzubauen, damit in den Staat, in den Staatsapparat einzudringen. Also sie nahmen da Kontrollen von Warenlagern, von Bauernhöfen, Geschäften vor, verkauften zum Teil Waren zu einem bestimmten niedrigen Preis. Geschäfts- und Feldplünderung waren andere Selbsthilfeformen, nichts Außergewöhnliches während der Inflationszeit. Und in einigen Städten nahmen diese Geschäftsplünderungen, die man ja eigentlich eher mit dem 18. Jahrhundert vielleicht in Verbindung bringt, vor allem 1922 einen dezidiert antisemitischen Charakter an. So etwa auch im Berliner Scheunenviertel, wo Ostjuden überfallen, ausgeraubt wurden mit mehreren Toten. Dazu vielleicht mehr in der Diskussion. Solche Beispiele wurden von K. dann auch als Begründung für seine präventive Politik herangezogen. Von K.s Problem war, dass der Vorwurf des empörenden Reichtums sowie vergleichsweise harmlose polizeiliche Ordnungsstrafen und Vergehen, die zum Teil in die Jahrhundertwende zurückreichten, als rechtliche Begründung für die Ausweisungen mehr als windig waren. Neben dem konkreten Antisemitismusverdacht war das der Grund, warum sich das Vorbrechen des Generalstaatskommissars schnell zu einer politischen und auch diplomatischen Peinlichkeit entwickelte. Und das nicht nur für Bayern, sondern für das Reich. Nun, Polen monierte noch gleich im Oktober die Begründung bei 42 Fällen ihrer Staatsbürger und veranlasste 1924 als Repressalie im Sinne des Völkerrechts, schließlich die Ausweisung von Reichsdeutschen aus Polen. Ähnlich soll der österreichische Außenminister Karl Grünberg gedroht haben, er werde im Gegenzug demnächst 14 christliche deutsche Familien aus Wien ausweisen, darunter auch, ich zitiere, ein bekannter politischer Führer. Seit ich das gelesen habe, möchte ich natürlich wissen, wer dieser bekannte politische Führer war. Nun, die Schweiz ihrerseits sagte, sie würden Personen aus dem früheren Osmanischen Reich beistehen, und der diplomatische Vertreter Spaniens in München bot sich als Anwalt der in Bayern nicht vertretenen kleineren osteuropäischen Staaten an. Was daraus wurde, kann ich übrigens Ihnen nicht sagen. Gibt es keine Dokumentation oder die habe ich nicht gefunden. Nun, während diese Einwände von auswärts kamen, machte sich Reichskanzler Gustav Stresemann mit Blick auf die gerade anlaufenden Währungsstabilisierung und die anstehende Reparationsfrage Sorgen, die USA könnten verprellt werden. Und der preußische Innenminister Severing war sauer, dass die meisten Ausgewiesenen wie schon früher in Preußen auftauchen würden und dass seine Initiativen für eine europäische Lösung der Flüchtlingsfrage, und er sah das eigentlich die einzige Möglichkeit, erinnert ja auch an die Gegenwart, dass man eine europäische Lösung finden konnte, der einzige Ausweg
aus dem Dilemma. Aber auch in der bayerischen Regierung machte sich Unmut breit. Zunächst nachweislich im Handelsministerium, das im November darüber schriftlich sinnierte, ob der Nachteil nicht den Nutzen überwiege. Der Innenminister weigerte sich, in dieser Angelegenheit mit dem alarmierten bayerischen Industriellenverband Gespräche zu führen, in anderen Worten die Suppe auszulöffeln, die der Generalstaatskommissar eingebrockt hatte. Spätestens nach dem Hitler-Ludendorff-Putsch war die verbreitete Meinung, dass von K. Schaden anrichtete. Der Diktator hinterließ verbrannte Erde. Auch hier eine Karikatur, die ich jetzt beim Durchschauen nochmal gesehen hatte, mit dieser ironischen Überschrift: Die Gesundung kommt aus Bayern, was natürlich das Motto der Karschen Regierung war. Hier nun ein Schutthaufen, Sie sehen da so aufziehende Nazi-Zeichen. Nun möchten Sie vielleicht oder sicherlich wissen, wie viele Personen denn nun wirklich Bayern verlassen mussten. Ehrlich gesagt, ich auch. Auf Zahlen, auch auf solche, die Sie möglicherweise in der Literatur finden, ist wirklich wenig Verlass. Das Auswärtige Amt rechnete, dass sich bis Ende Oktober die Zahl der betroffenen Familien von anfangs 40 auf 300 Familien erhöht habe. Dazu zählten am 24. Oktober auch 60 prominente jüdische Familien. Wer da gemeint war, kann ich Ihnen auch nicht ganz genau sagen. Auf der anderen Seite, von den 88 Fällen, für die sich die polnische Regierung erfolgreich einsetzte, sollen nur 14 München verlassen haben, freiwillig, wie es hieß. Sonst seien im Frühjahr 1924 noch alle in München gewesen, die meisten von ihnen aber wirtschaftlich ruiniert. Wie es den vielen staatenlosen Ostjuden ging, also die nicht in Staat wie Polen im Rücken hatten, das wissen wir nicht. Allein in München lebten 1923 circa 300 staatenlose ostjüdische Familien. Wahrscheinlich haben die meisten von ihnen, aber das ist eher Spekulation, die Stadt verlassen. Und für andere Städte Bayerns liegen mir auch keine Zahlen vor. Da kann man noch einiges an Forschung betreiben, wenn man Zeit und Interesse hat. Nun, diese armen Familien, die konnten sich keinen Anwalt leisten und hinterließen auch wenige Spuren in den Akten. Nun, ich komme zum Schluss. Der Hitler-Ludendorff-Putsch verdrängte seit dem 8. 9. November weitgehend das Thema der Ausweisung. Es blieb ein Thema der Völkischen, der Nationalsozialisten und der radikalen Antisemiten. Und diese hatten ja nun keineswegs nur Ostjuden im Visier. Das zeigen Drohungen auf der Straße, aber auch in den Medien schon im Oktober, dass die Ausweisung der Ostjuden nur ein Anfang sei. Die Novemberputschisten nahmen Vertreter der Münchner jüdischen Gemeinde in Geiselhaft. Das wurde sehr genau registriert, auch über Deutschland hinaus. Und das Thema des Ausschlusses von Juden im öffentlichen Leben, im Staatsdienst und an Universitäten blieb mit der Forderung nach Ausweisung auf der programmatischen Tagesordnung auch ohne Hitler gut zu sehen, anlässlich einer Debatte im Bayerischen Landtag im Juli 1924, wo sich der völkische Block, also die Organisation der Völkischen, die NSDAP war ja verboten, mit 17% etabliert hatte. Der Antisemitismus verschwand auch nach der Währungsstabilisierung nicht. 1925, zur Zeit der Reichspräsidentenwahl,
mit der Wahl Hindenburgs brachen anlässlich des erwähnten medial riesig aufgebauschten Bamat-Kuditzka-Skandals, nein, ich habe ihn noch nicht angesprochen, ich wollte eigentlich ihn ansprechen, aber dieses Skandals, alle diese Fragen auf die wenige Jahre zuvor mit Blick auf die Ostjuden diskutiert wurden, nur waren es in diesem Fall große Unternehmer, die da auf der Anklagebank standen. Da ging es um die unkontrollierte Einwanderung, staatenlose Kriegs- und Inflationsgewissler und nun der Verdacht, den man aber schon immer vor 1923 finden, dass Beamte und republikanische Politiker von Ostjuden korrumpiert würden. Nun zu Recht wird immer wieder darauf verwiesen, dass das Jahr 1933, die Machtübernahme Hitlers, historisch keine ausgemachte Sache war. Dinge hätten sich anders entwickeln können. In der Tat, was wäre geschehen, wenn Hitler 1924 aus Bayern und Deutschland ausgewiesen worden wäre? Mit Blick auf die öffentliche Sicherheit wäre das durchaus konsequent gewesen. Seine Einbürgerung dann in Thüringen wäre sicherlich nicht oder wäre problematischer gewesen als ausgewiesener. Aber die Dinge entwickelten sich so, wie sie kamen, wie wir sie kennen, und da lassen sich durchaus Muster erkennen, die Ihnen, glaube ich, aber auch schon so in Umrissen deutlich wurde. Was ich Ihnen nämlich zu zeigen versucht habe, nämlich, dass sich im Oktober 1923 in der sogenannten Ostjudenfrage polizeilich administrative Sicherheitsargumente, wirtschaftliche Ressentiments mit Antisemitismus verschränken. Und ich würde sagen, jeder dieses Feld ist bedeutsam für sich. Ich würde polizeilich-administrative Sicherheitsargumente nicht unterschätzen. Und die haben eine eigene Qualität. Aber das alles, also diese Verschränkung von Sicherheit, Ressentiments und Antisemitismus, trifft meines Erachtens genauso gut auf die Zeit nach 1933. Wohlgemerkt mit dem ganz wesentlichen Unterschied, dass nun die rassistisch-antisemitische Programmatik Staatsideologie war, die NSDAP und ihre Organisation auch rücksichtslos umsetzten. Was wiederum Sicherheitsargumente, und alle, die mit den NS zu tun haben, wissen das, was Sicherheitsargumente nicht weniger gewichtig erscheinen lassen. Aber das ist ein anderes, weites Feld und übrigens Thema einer laufenden Historikerdebatte. Dazu vielleicht mehr in der Diskussion. Zunächst bedanke ich mich, dass Sie so aufmerksam zugehört haben. Na, ich bin leicht über die Zeit. Ich bin auf jeden Fall auf Ihre Fragen gespannt. Vielen Dank fürs Zuhören.